Hey zusammen, willkommen zu einer kleinen Runde Harvest Moon. Ich habe gerade eben bei Twitter gefragt, welches Spiel ihr denn gerne sehen wollen würdet, woraufhin dann der Geratheon geschrieben hat, Harvest Moon, und da dachte ich mir, komm, gehst mal ganz kurz rein, guckst mal nach, vielleicht hast du ja noch irgendwie ein Safe State. Und ja, ich habe das wohl vor geraumer Zeit gespielt, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Das ist nebenbei erwähnt auf dem Super Nintendo, kennt bestimmt einige von euch, ich habe das früher... Ich hab's einfach kaputt gesucht. Das ist so ein gutes Spiel. Wir nehmen jetzt einfach mal das Hühnchen hier. Warte, ich glaube... Sekunde. Das wirft man irgendwie weg. Nein. Werf es weg. Hallo. Die Taste nicht belegt? Doch, komisch. Genau, dann geht man in die Stadt. Und warum ist das denn noch ganz? Okay, also ich kann gerade selber auch gar nicht einschätzen, wie weit ich denn hier gerade in dem Spiel... war und ob ich, weiß ich nicht, habe ich überhaupt schon eine Frau, eine Freundin hier? Keine Ahnung. Oder muss ich die hier hinbringen? Ich wollte jetzt gerade eigentlich eher mein Hühnchen verkaufen. Mein Onkel mag dich, ihr werdet sicher noch gute Freunde. Klar. Ehrlich? Toll, entschuldige, wenn er manchmal ein wenig aufdringlich ist. Das hat er von seiner Mutter. Kennst du deine Mutter? Kann ich da nicht rein? Nee. Hallo? Oh, haben wir jetzt schon wieder Sonntag? Also ich schätze mal, ich habe irgendwann aufgehört, als ich gemerkt habe, dass ein Sturm kommt oder so. Also ich erinnere mich zurück und weiß auf jeden Fall von mir, dass ich eben sehr schnell die Lust daran verloren habe, wenn mal wirklich, ein richtig fetter Sturm kam. Und wie man sieht, ist ja auch die Hälfte im Eimer. Oh, für deine Ware gebe ich dir 450G. Okay, das Geld habe ich jetzt gerade, glaube ich, bekommen dafür, dass ich hier drin war. Moment, ich bin nämlich gerade noch mal ganz kurz hier rein. Wollte gucken, was hier abgeht, und dann habe ich hier ein paar Eier gefunden, die ich dann einfach hier reingeworfen habe. Zack. Essen, nein, oder? Muss ich da noch Essen reinpacken? Wenn da kein Essen liegt, dann eigentlich schon, oder? Dann machen wir das mal eben. So, wie geht denn das nochmal? Ich habe echt keine Ahnung mehr von dem Spiel. Es ist aber echt gut. Also das ist einer meiner All-Time-Favorites sozusagen. Ach, okay. Einfach mal ein bisschen was hinlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So viel? 6. Also wer das nicht kennt, der hat echt was verpasst. Ich habe auch immer mal wieder... versucht, Harvest Moon nochmal eine Chance zu geben. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 waren es, glaube ich, oder? Egal, einfach ein zu viel. Ist ja jetzt nicht schlimm. Ich muss allerdings sagen, dass die neueren Spiele irgendwie... Ich komme da nicht rein. Ich komme da einfach nicht rein. Ich habe jetzt sogar das Harvest Moon für den 3DS und ich komme da einfach nicht drauf klar. Ich weiß nicht, warum. Oh, da noch was zu essen hin. Dass ich überhaupt Kühe habe. Ich bin ja voll der Rich-Nigger. Ja, und die Aufgaben hier, mein Gott, also das sollte eigentlich klar sein, was man hier so alles machen kann. Ich werde da vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Ist denn mein Haus geupgradet? Ja doch, okay, mein Haus ist auf jeden Fall schon mal etwas geupgradet. Ich habe sogar schon so ein... Okay. Sieht man nicht hier welchen Tag? Nein! Oh nein! Wie kann ich denn... Hallo? Rede doch bitte damit. Nein. Ich kann die Taste nicht drücken. Da? Nee, da pfeife ich. Also, okay. Ja, ich würde gerne speichern. Okay. Ich muss gestehen, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass jetzt irgendwas passiert. Aktueller Besitz, 5100G, Kühe 3, Hühner 12, Hund, Kopp. Oh, ich habe den Kopp genannt. The fuck? Kann ich hier nicht nur allgemein irgendwie nachgucken, wie sehr mich die Tussen lieben oder wo war das? Wir gehen jetzt einfach mal in die Stadt. Hühnchen nehmen wir nicht mit. Auf die Tiere scheißen wir jetzt auch einfach mal. Okay. Oh, es ist Sonntag. Sonst wäre der Typ nicht da.
Ach Mann, oder? Der war doch nur sonntags da. Ja, die stehen vor den Läden. Aber warte mal, vielleicht ist da meine geile Olle da. Dim, 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 dim. Nee. Können wir beschleunigen? Ja, cool. Nice. Oh, warte mal, dann können wir mal kurz fischen gehen. Die beste Einnahmequelle im Spiel, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ist das die beste Einnahmequelle? Also anfänglich auf jeden Fall. Ach, da kann ich auch nicht rein. Mal puh. Möchtest du eine Runde angeln? Ja, möchte ich. Okay. Ah, das war noch Zeiten. Wie geht denn das? Oh, ah, so. Genau. Einfach eine Runde entspannen. Und kleiner Tipp. Ich glaube, wenn man mehrfach oder einmal einen Fisch in den Fluss wieder zurückwirft, dann kommt eine Fee und schenkt einem irgendwas. Und mir wurde immer empfohlen vom Sebastian, dass man immer mal wieder die Angel wieder raus und wieder reinwirft. Vielleicht wird das ja dadurch irgendwie resettet oder so. Keine Ahnung. Oder sich einfach mal anders hinsetzt. Ja, wie man sieht, bin ich gerade sehr erfolgreich damit. Ach Mann. Ja. Oh. Wer wirft denn da Stiefel rein? Dann auch noch in so einem kleinen Bach oder was das ist. Oh. Komm schon. Komm schon. Also Leute, die das Spiel... Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die mit dem Spiel jetzt gerade nichts verbinden, sich denken, WTF, was ist das denn für eine langweilige Scheiße? Aber das hat echt so ein hohes Suchtpotenzial. Ey, jetzt habe ich echt keinen Fisch gekriegt. Willst du mich veräppeln? Hallo. Ja, okay. Komm, nimm mal den Pilz mit. Bringt das irgendwas? Nein! Ein Pilz! Essen, nicht essen. Okay. Denn, ich glaube, wenn man eine gewisse Zeit angelt, eine gewisse Zeit Holz fällt, eine gewisse Zeit sich allgemein irgendwie körperlich betätigt, dann ist man sehr schnell erschöpft und dann kann man in einer Zeit auch gar nichts mehr machen. Das wird irgendwie symbolisiert, dargestellt, indem man irgendwie schwitzt oder so. Also der schwitzt dann und dann merkt man, okay, ich kann immer viel arbeiten. Gleich ist vorbei. Soll ich vor dem Schlafen in mein Tagebuch schreiben? Ja, kannst du gerne tun. Liebes Tagebuch, heute wollte ich einen Fisch fangen, hab aber keinen bekommen. So, Fernsehen gucken. Und... Was? Morgen steigt wieder unser alljährliches Erntedankfest. Alle sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Morgen auf dem Marktplatz wird ordentlich gefeiert. Okay, ist okay. Wahrscheinlich sind meine Kühe jetzt auch schon halb tot, weil ich die nicht fütter. Das ist mir aber alles so egal immer. Oh, was will er denn? Morgen ist das Erntedank... Achso, okay, sag mir nochmal Bescheid. Okay. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal eben in die Stadt. Das Fest können wir uns ja auch nochmal angucken. Ich wollte mich eigentlich beeilen, weil jetzt haben wir schon irgendwie 9 Minuten aufgenommen und ich wollte das eigentlich noch für 20 Uhr oder 19:30 oder so ansetzen, damit ich das heute noch zeigen kann. Ich habe mir eigentlich immer die hier rausgesucht, weil die rote Haare hat. Die fand ich immer geil. Zack. Weißt du schon, was du zum Fest mitbringst? Ich werde meine Maschine fertigstellen und sie der Öffentlichkeit präsentieren. Okay, dann gehen wir mal in ihr Zimmer und masturbieren eben. Ah, ja, geil, da liegt ein Schlüpfer. Nein, Tagebuch gefunden. Ich gehe natürlich in ihr Zimmer und lese erstmal ihr Tagebuch. 2 Herzen, ich glaube bei 3 oder so oder bei 5 kann man da schon etwas mehr machen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zuneigung zu erhöhen, indem man der einfach irgendwie was schenkt oder sich irgendwie bei Festen bei der meldet, mit der tanzt. Weiß ich gar nicht mehr, wann genau man da irgendwie zusammenkommt.
Aber man kann auch Kinder kriegen, heiraten. Hier scheint nicht zu sein. Hier ist aber auch immer noch ein Tagebuch. Ja, lesen. Ein Herz. Okay. Also ein Herz ist anscheinend normal. Zwei ist schon etwas mehr. Und drei ist dann wahrscheinlich dann Friede, Freude, Eierkuchen. Dann geht man da oben auch in die Kirche, heiratet eine Runde. Nein, ich wollte nicht speichern. Oh, oder die hier. Die habe ich auch immer genommen. Die Blonde. Die habe ich auch immer genommen. Dann gehen wir jetzt einfach echt so beschleunigt. Gehen wir jetzt einfach echt wieder ins Bett. Gucken uns das Fest daneben an und dann reicht das erstmal. So, okay. Das Fest geht los. Ma, geh weg. Zack, beschleunigt. Oh. Ach, das Fest. Oh, du hast ja gar nichts mitgebracht. Warte, bis es fertig ist. Ach, scheiße. Warte mal, kann man nicht irgendwie... Kann man ja nochmal So, warte, ich habe geladen. Das war... Genau, hier bin ich gerade vorbeigelatscht. Ich wusste gerade nicht, wo der... Oh, nochmal geladen, ups. Wo der Zurückspulknopf ist. Es war so ein gutes Spiel, oder es ist immer noch so ein gutes Spiel. Ja, ist okay, so, gespeichert. Dann gehen wir jetzt eben, weiß ich nicht, soll man ein Ei holen? Voll billig. Komm schon, Eier, 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 Eier. Nein, nur weil ich die nicht gefüttert habe. Was kann ich denn da noch mitnehmen? Ach Gott. Ja, toll. Okay. Schade. Müssen wir so hingehen. So, ich habe nichts mitgebracht. Kann ich mich bewegen? Nee. Da ist dein Eintopf. Iss sie mit Genuss. Okay. Wo ist meine Bitch? Da oben ist sie. Dann rede ich mal kurz mit ihr. Tara, das ist die automatische Erntmaschine. Schalte sie ruhig ein. Einschalten. Oh. Jetzt bin ich schwarz. Ups, das war wohl nichts. Ja, toll. Was ist hier? Das ist ein Beerensaft, den ich bereits im letzten Jahr gebraut habe. Nein, will ich nicht probieren. Ich will eigentlich irgendwas für meine Frau haben. Hier? Oh. Nee, zum Tanzen wollte ich eigentlich niemanden auffordern. Was ist denn hier? Sie kosten 300. Okay. Her damit. Nein, er ist sie. Warum? Ach, egal. Komm, dann tanzen wir. Wem forderst du zum Tanzen auf? Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zu meiner Frau. Hä? Ja, dann komm, tanzen. Hm, das war richtig leer. Ah, jetzt. Okay. Tanzbein schwingen. Wähle deine Tanzpartnerin. Okay. Ah. Wow, ein sehr eindrucksvoller Tanz. Und jetzt, hopp. Hop, 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 hop. Gangnam Style. Okay, okay. Oh, da ist der Tacho schon vorbei. Wir gehen jetzt nochmal kurz zu der Frau und schauen mal eben, wie es mit der Zuneigung aussieht. Ja, das ist ein tolles Wetter. So. Komm. Oh. Oh. Voll am Rumporten. Hä, wo ist sie denn? Sag mal, die ist da vom Bett. Für die Tagebuch lesen. Geht das? Ach, guck mal. Zwei. Oh, die mag mich einfach nicht. Naja, Leute, dann würde ich sagen, war es das mit Harvest Moon. Einfach mal so ein kleiner Einblick. Auch wenn ich jetzt nicht allzu viel erklärt und gezeigt habe. Aber ich schätze, das reicht, um ein paar alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Wäre natürlich nett, wenn ihr diesen Part hier bewerten könntet. Bis dann. Tschüss.